So, Mahlzeit. Da bin ich wieder mit Firewatch und ich habe tierisch Schwein gehabt. Ich kann mich wieder bewegen. Das heißt, wir können jetzt zur Wapiti Station laufen und dieser ganzen seltsamen Sache hier auf den Grund gehen. Also, das Campfire hier mache ich mal noch aus. Also, wenn das natürlich jetzt wirklich einfach nur so eine Big Brother-Geschichte hier ist, dann das fände ich doch sehr enttäuschend, wenn das Spiel in diese Richtung verlaufen würde. Ching. So. Also laufen wir jetzt den ganzen Scheißweg wieder zurück. Okay. So sei es. Nutzt ja nichts. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Okay, Spooky, Day 77, ein Tag später. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Okay, er macht sich's erstmal gemütlich. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. Du bist ein Trottel, sie hat gesagt, sie ruft dich an. June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Yeah. Let me look at it and I'll tell you. No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Okay. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree and you'll have a wonderful afternoon. Also Cottonwood. Okay, wir reden jetzt anscheinend schon in Code. Ich sehe die Lalas Tower gar nicht mehr. Oder ist er? Na, da ist er. Okay, Cottonwood, hast du gesagt. Extra mein Flower Poster, hab ich doch. Mehr kann ich doch hier nicht tun.
Yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Cottonwood Creek. Okay, alles sehr verdächtig hier. Ah, da war ich doch gerade erst. Da war ich doch gerade erst. Wedding Ring, okay. Na gut, dann gehen wir mal zum Cottonwood Creek. Alles sehr spooky hier. Na dann, mal schauen, was mich dort erwartet. Jetzt steht die Lila da und wartet auf mich. Aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob wir die im Laufe des Spiels überhaupt zu sehen bekommen. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht werde ich auch schon wieder niedergestreckt auf dem Weg dahin. Meine Axt habe ich jetzt natürlich auch nicht dabei. Glaube ich zumindest. Fehlt war sie aber auch im Rucksack, ich weiß es nicht. Hüpf. Hüpf. Nicht hüpf. Na dann, mal gucken, was da ist. I hear something. Ich werde doch gleich schon wieder niedergestreckt, jede Wette. Irgendwas geht doch hier draußen vor sich. Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Ich habe da definitiv was gehört gerade. Okay, ist das nicht der Baum? Ne, hier muss ich hin. Hier muss ich hin, da liegt ein Kreuz. Na, das sieht nur so aus. So, ich bin da. Oder nicht? So. Eigentlich schon. Wo soll ich jetzt genau hin? Gibt es hier einen besonderen Baum, den ich mir angucken muss? Oder was geht ab? So. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Nope. Must be around here somewhere. Jetzt hat er den Namen doch verraten. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Wo? Ich sehe sie nicht, wirklich nicht. Ah, hier. 5678. New Radio, okay. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Whatever these people are doing is illegal, right? What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious?
Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. Mm-hmm. None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. Okay, who is doing this? I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Okay. Break into Wapiti Meadow. Ich höre hier doch immer irgendwas. Also wieder ganz nach oben. Das heißt, erstmal muss ich zurück. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Kriege ich auch schon Paranoia? Es ist ja schon so ein bisschen auch ein Walking-Simulator, das muss man schon sagen. Aber ich will jetzt wissen, was da vor sich geht in dieser Station. Ich nehme jetzt meine Axt und haue sie jedem über den Schädel, der sich mir in den Weg stellt. So, jetzt muss ich Richtung Norden. Aber hier noch nicht. Ich bin doch schon wieder zu weit, oder nicht? So, jetzt müssen wir erst wieder an unserem Turm vorbei. Hey, I just thought of something not great. What is it? What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Das war ganz schön dumm, oder? What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. And I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Uh-oh. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Okay, Delilah hat Scheiße gebaut. Ich hab doch nichts zu verbergen. Hättest du doch ruhig den Kopf sagen können. Ich hab doch nichts angestellt. Ach, wie komme ich denn hier jetzt wieder rum? Hier war ich schon mal, glaube ich, und kam hier nicht weiter. Also irgendwie hat dieser komische Typ, glaube ich, was damit zu tun, der da mit der Taschenlampe stand. Alter, wie viele Fehler hier jetzt auftauchen. Widerlich. Der hat bestimmt auch irgendwie diese Girls entführt. Und der ist bestimmt auch derjenige, der mich zusammengeschlagen hat. Bin ich hier halbwegs richtig? Ich wollte eigentlich da unten lang.
Ich muss Richtung Süden. Ich muss doch noch hier. Also diese Masse an Grafikfehlern, die hier jetzt auftaucht. Das finde ich sehr enttäuschend. Hier muss ich runter. Zack. Extrem steiler Abhang. Junge, Junge, Junge. So, jetzt müssen wir hier weiter geradeaus und dann Richtung Norden. Oh Mann. Hallo Raccoon. Bist du Bird Raccoon? Dann bin ich Cyril Sneer. So, komme ich hier rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, jetzt hänge ich schon wieder hier. Nein, hier komme ich nicht rüber. So, ich werde jetzt noch bis zu dem See gehen und dann werde ich erstmal diesen Teil wieder beenden und dann werde ich mich im nächsten Teil nämlich... Ah, nicht schon wieder hängen bleiben. Geh doch hier runter. Dann werde ich mich im nächsten Teil nämlich komplett dieser Wapiti Station widmen. Ich bin gespannt, was da abgeht, wirklich. Und wenn das hinkommt mit den 3-4 Stunden Spielzeit, die ich so auf Steam gelesen habe, dann wird das auch schon bald dem Ende zugehen hier. Was ich echt schäbig finde, also. Es ist echt verdammt kurz. So, gut, wir sind am See. Wie gesagt, im nächsten Teil gehe ich dann zur Wapiti Station. Und vielleicht werde ich diese ganze Sache dann schon ein für alle Mal aufklären können. Schaut mir doch auch dann wieder zu. Bis dahin, ciao.